Damen, seid gerüst, meine lieben Zwerg-Gnome-Hobbits und Eidolon. Zu einem neuen Part: Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, ja, so ist das richtige, der richtige Titel. Mit dem Zwergenfürst. Von und mit dem Zwergenfürst. Es geht direkt los in die Magma-Höhle. Da müssen wir mal dem Team Simmesal, glaube ich, retten. Also, da haben wir ja einiges. Magma-Höhle. Da haben wir einiges zu richten. Wir sind hier die Retter in der Not. Der böse Gerudon, der macht das Ganze hier. Der stürzt die Welt in Unheil. Und nur wir können die Welt retten. Ja, legen wir los. Wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Gerudon lebt. Gerudon, ich nenne ihn Gerudon. Sieh dir nur diese Lavaströme an. Beim bloßen Anblick laufen mir schon die Schweißperlen die Stirn runter. In diesem Dungeon herrscht garantiert eine unerträgliche Gluthitze. Es sollten schon andere Retterteams hier sein. Nichts wie rein und geben wir wie immer unser Bestes. Ich gebe doch immer mein Bestes. Habt ihr irgendwo schon mal ein Let's Play oder ein Projekt von mir gesehen, wo ich nicht mein Bestes gegeben habe? Also es ist. Ich gebe doch hier immer 100%. Also, was ist. Das wagt ihr doch nicht zu bezweifeln, oder? Das ist doch hier nicht. Steht doch hier nicht wirklich zur Debatte, oder? Bis zum letzten Mann, bis zum letzten Atemzug. Und genau so. So. Oha. Ja, bis zum letzten Atemzug, das könnte schon ziemlich bald sein hier. So wie ich die Gegner hier sehe. Sander möchte sich uns anschließen. Okay, von mir aus. Dann haben wir hier noch jemanden. Ich habe noch kein Camp. Natürlich. Natürlich habe ich das nicht. Sander hat KP-Knappheit bemerkt. Ach, er hat was bemerkt. Zum Glück haben wir genügend Sinnelbeeren und so weiter mit. Leberbeeren, haben wir davon welche mit? Ich bin mir nicht sicher. Aber das Tolle, was wir machen können, wir können, glaube ich, durch Lava gehen. Das kriegen wir hin. Der Rest des Teams nicht, aber ich als Feuer-Pokémon, als Feuerstarter, krieg das gebacken. Radikal. Sei doch nicht so radikal. Radikal. Sei nicht so radikal. Oh wei. Herrn Sandheim getötet. Ihr Schweine. So, weiter geht's. Wo ist denn die verdammte Treppe? Wir sind immer noch auf U1. Ich bin scheinbar fast gestorben. Ich vermute, dass es mehr als 5 Ebenen hat, dieses Dungeon. Ich meine, wir waren langsam lange nicht mehr unterwegs. Jetzt. Meine Fresse. Sorry, ich musste kurz niesen. Hab's hoffentlich rausgeschnitten. Was wollte ich sagen? Wir waren lange nicht mehr unterwegs, nach der Flucht war jetzt erstmal. Na gut, gegen die Menkis haben wir gekämpft zuletzt. Und das der Hausbau und so weiter. Aber so richtig. Mit den Menkis war eher. Naja. Ich will es jetzt nicht überbewerten, der Menki-Kampf war auch extrem, aber. Das Dungeon war jetzt nicht wirklich nennenswert, das wollte ich damit sagen. Morph hat KP-Knappheit bemerkt. Ja, von mir aus. Wir müssen die hier nicht alle schon auf den ersten Ebenen verbrauchen. Das ist jetzt hier nicht. Soll es eigentlich nicht sein. So. Kommen wir mal endlich zur Tür. Zur Treppe. Zur Leiter. Das Übliche. Auweia. Ich glaube, die Pokémon werden hier auch nicht schwächer. Von Ebene zu Ebene. Wo ist die verdammte Tür?
Ich gehe immer in alle Räume rein, aber immer in die Räume, wo die Tür nicht drin ist. Wahrscheinlich ist sie unten rechts, wie ich das Spiel kenne. Am Ende ist sie unten rechts, im einzigen Raum, wo wir noch nicht... Da sind wir schon dran, direkt dran vorbeigelaufen, aber es ist... Natürlich ist es unten rechts, natürlich, wo auch sonst. Da waren wir schon kurz vor und davor, haben uns aber dann entschieden, weiter zu gehen. Komm jetzt, Mordi. Wobei, jetzt hat es erst dann los. Verdammt. So, hier hin. Natürlich ist hier die Tür, die Treppe. Ist doch alles dasselbe. Tür, Treppe, Leiter. Ein Ort, wo man zur nächsten Ebene kommt. Ein Ausgang. Nennen wir es Ausgang. Das trifft, glaube ich, auf alles zu. Auf Tür, Leiter und Treppe. Man kann alles die Funktion eines Ausgangs unter Umständen erfüllen. Ich habe natürlich noch keinen Camp. Wir müssen mal Geld sparen und uns alle Camps kaufen. Wir müssen uns einfach alle Camps sofort. Damit war irgendwie mal, dann vielleicht hier nicht immer die Schande angeben, dass man das Teammitglied dazu kriegen und das nicht kann. Das einfach nicht dazu will. Das ist einfach kein, doch, dass das schon dazu will, aber dass wir keinen Ort für ihn haben. Wir wetten jetzt die Tür unten links. In dem einzigen Ort, wo wir noch nicht waren. Nicht der schlafende Pokémon aufwecken. Nach Möglichkeit. Modi, durchhalten. So. Da ist noch ein Sandan. Nicht Sandama, sondern Sandan. Hier ist die Tür. Sehr gut. U4. Ach du Schrecke. Ach du Heuschrecke. Genau. Das würde ich sagen. Wahrscheinlich. U4 sind wir erst. Was vermute ich, wie viele Ebenen das hier hat? Ich würde auf 20 schätzen. Nach 20, vielleicht ein bisschen mehr, also 25 würde ich sagen. Nach 20 kommt dann erstmal eine Ebene, auf der man zwischen. Obwohl, vielleicht ist es auch nicht ganz so hart, vielleicht 10. Oha. Ja, das ist dringend. Danke, Prof. Mal ein bisschen Heilung. So. Na komm. Heute schlagen wir uns hier durch den Dungeon. Ich würde sagen 15 Ebenen vielleicht. Bis wir nach der 10. eine Zwischenebene haben und dann haben wir wieder 5. Oder ist das jetzt wieder ein längerer Dungeon? Könnte auch sein. Dann haben wir 20 oder 25 sogar. Ich würde sagen, aber mit, auf jeden Fall mit Zwischenebene. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Es hat noch mehrere Ebenen. Man kommt dann auch noch auf die Obermagma-Ebene oder sowas. Ich weiß halt nicht. Hab's auch lange nicht mehr gespielt. Man ist durch den Dungeon. Das ist ja ein Remake von Blau und Rot. Ich glaube, Team Blau habe ich mal gespielt. Das habe ich mal. Und jetzt geht uns der Nidoran drauf. Von mir aus dann was tun. Wir haben eh keine Heimat für ihn. Jetzt kommen die Teammitglieder gar nicht mit. So ein Mist. Wenn ich durchs Feuer laufe. Typisch. Typisch Feuer-Pokémon. Oh wei, jetzt bin ich verwirrt. Na komm jetzt hier, lass mal die mal vor. Gehen wir hier mal. Machen wir mal Platz. Sehr gut, auch noch ein Treffer. Im verwirrten Zustand. Sehr gut. Sonst rennt man dann nicht mittlerweile nicht mehr quer durch die Gegend. Man kann es noch einigermaßen steuern. Kampfunfähiges Pokémon. Lass mal lieber liegen.
in Rot und Blau warst, glaubst du, dass du dann auch wirklich nicht mehr steuern konntest, dass du wirklich keine Kontrolle mehr hattest. Wenn du verwirrt warst, dann bist du auch kreuz und quer gegangen. Ja, kannst du mitkommen, kannst du mitkämpfen. Kämpf mit uns gegen Golbat. Wir brauchen Mitstreiter, die wir erstmal rekrutieren können. Ob die dann mit ins Team, ob die dann eine Basis kriegen oder so, ist dann später eine Sache. Brauchen sie erstmal hier zum Kämpfen. Brauchen Mitkämpfer hier. Ist im Dungeon. Ja, das würden wir liegen lassen. Ja, ich möchte wirklich weitergehen. U7. Ich möchte vorankommen. Ich folge lieber hin, Zwergi. Aha. Dann folge mir in diesen Kampf hier. Folge mir in den Kampf. Das war Explosion oder so. Ach du Schande. Ah, diese Pokémon sind fies. Macht kaputt, bevor es uns kaputt macht. Prof hat Training kapiert, ich hab halt bemerkt, ja, ich habe halt keine Sinnebären mehr. Das ist hier. Wir gehen bei die Items aus. Dampfwalzer. Macht's alle. Leute, macht's alle. Wir dürfen nicht mehr so vielen Georochs und so weiter bewegen. Das wird hier skandalös. Lass doch schlafen. Mit ihrem Explosion und so weiter und Finale. Haben sie wahrscheinlich noch nicht genutzt. Sehe, glaube ich, anders aus. Explosion. Sieht hier anders aus. Eine andere Unvierer-Attacke haben sie genutzt. Na komm, nicht mit dem Mund sprechen, angreifen. Quer durch den Raum feuern solltest du. Auweil. Ich bin tot. Mini-Belebersamen. Na komm. Dürfen wir auch nicht viel zu viel davon verschwenden. Ich bin ja hungrig. Kann mal was essen. Da steht ein Arbok. Und ich esse noch schön was. So, nächste Treppe. U9 sind wir schon. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir werden jetzt hier nicht gleich in der nächsten, wenn jetzt nicht U10 schon da sein. Das glaube ich nicht. Das wird ein bisschen länger dauern. Magma Höhle U10. Ich glaube 20 mindestens. 20 Ebenen. Da müssen wir schon mitrechnen. Da haben wir die Hälfte geschafft. Wenn das 20 sind. Oh man, alleine Kämpfe macht hier nicht so viel Sinn. Flugkiefer, natürlich. Kann er mitkommen. Ich habe natürlich noch keinen kleinen Flugkiefer. Sehr schade. Wenn ein Kämpfer. Ich darf hier schon mal nicht vorbei. Oh, sehr gut, Flugkiefer hat es besiegt. Hier, weiter. U11. Magma Höhle U11. Noch sind sie einigermaßen übersichtlich. Wenn ich dann so viele Mitglieder im Team habe, dass ich nicht mehr sehe, wer ist das Team, wer ist Gegner, wenn der Raum dann voll ist. Ja. Komm Leute, helft mit. Kommt. Sehr gut. Moni hat mitgekämpft. Moni kämpft dort noch gegen ein wildes Flunkiefer. Da ist die Treppe, da ist die Treppe. Auweil, von allen Seiten. Oh, Prof. Tschüss, Prof. Ich setze mal lieber kein Item ein. Den opfere ich. Ich brauche das für Zwergi und für Modi. Brauche ich die Items. U12. Auwei. Haben wir noch eine Arbok? Hydro Queen, verteidige mich. Sehr gut. Modi hat gekämpft. Auwei. Auwei, auwei. Nein, ist kein Auwei, ist ein Flunkiefer. Verteidigt mich. Meine Mitstreiter. Ich habe fast keine KP mehr.
Oh, wei. Nee, Flugzeug wird nicht belebt. Modi. Sehr gut. Weiter hier. Ich brauche wieder KP. Auf zur Treppe, auf zur Treppe. Nicht besiegen lassen. Das ist eine TM. Vielleicht sollten wir die noch mitnehmen. Rückkehr. Ne, lassen wir es mal. Brauche ich nicht. U13. Noch nicht so dringend, diese Attacke. So, Leute, kämpft. Modi und ich sind in Sicherheit. An Sicherheit sind wir noch nicht, aber... Ja. Oh, Kacke. Belebersamen. Solche Sachen bräuchten eigentlich für den Kampf gegen... Grudon. Ja gut, müssen wir gucken, wie wir bei Grudon überleben. Das ist dann nur eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Müssen wir erstmal das hinschaffen. Das ist... Dann später unser Problem. Dann Zukunftszwergis Problem. So sieht's aus. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem Part passieren. Heute ist hier Dungeon. Magma-Höhle. Modi brennt. Nicht nur für meine Videos und für den Podcast und so weiter. Mein Film ist die fünfte Squad. Und für seinen Kanal. Oh, Magma. Sehr gut, den nehmen wir mit. Noch nicht Camps vorhanden. Ja. Oh Mann, Modi retten. Oh, hat sich selbst gerettet. Sehr gut. Vorbildlich. Ach du Schande. Wir sind sowas von tot. Ein Monsterraum. Wir sind tot. Auf U13. Flieht ihr Narren. Wir sind sowas von tot, wir sind sowas von tot, wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Wir haben keine Belebersamen mehr, oder? Ach je. Niederlage auf U12 oder so. Das ist... Meine Fresse. So weit waren wir schon. Ja gut, das ist... Willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon. Ja, da erzählt das Übliche. Ist klar, es muss nicht auf dem ersten Ansprung klappen. Was gibt's für Post? Frostwald, nee, vergiss es. Wir werden jetzt nicht noch Aufträge annehmen. Wir müssen jetzt hier... Wir müssen weiterkommen. Schon wieder besiegt. Schon wieder besiegt. 15 Mal waren wir jetzt schon in der Magma-Höhle. Ich hoffe, wir brauchen weniger als 15. Warum schaffen wir es nicht? So schwach können wir doch nicht sein. Vielleicht fehlt uns einfach der Wille zum Sieg. Der Wille zum Sieg. Das ist es. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Nächstes Mal versuchen wir es mit extra viel Willenskraft. Wir schaffen das. Hüte dich, Grudon. Wir kommen. Boah. Okay. Wir haben keine Beleber mehr. Wir haben keine... Na doch. Sinnebären haben wir vielleicht noch ein paar. Versuchen wir es. Wir haben ja massiv viele verbraucht hier. Ich muss doch noch ein bisschen trainieren. Bevor ich in die Magma-Höhle kann. Ich muss noch ein paar Trainingsparts machen. Es ist hier... Ja gut. Versuch noch ein bisschen. Hoffe, ich komme ein bisschen weiter. Vielleicht müssen wir ohne Items. Wir müssen auch ohne Items irgendwann vorankommen. Monsterräume dürfen wir nicht betreten. Sehr gut, dass ich Pokémon bin.
Asche übers Feuer kann. So. Ein bisschen Geld einsammeln. Das war sowieso wieder verlieren. Ihr merkt schon, ich bin optimistisch. Ja, das ist kein Kindergarten mehr in der Nachbarhöhle. Wenn es jetzt auch in den Kampf mit Krodon geht und so. Das war auch jedem klar, dass das hier jetzt nicht mehr Spielwiese Kindergarten ist. Auweih. Modi. Was war denn das für eine Attacke? Na gut, so halten wir es nicht lange aus. Satz für Modi oder was? Ja, Sanan kommt ins Team. Macht das wieder gut, dass er Modi besiegt hat. Auf U1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ohne Modi. Und U1. Ohne Beleber. Mal schauen, wie weit wir es hier ohne Beleber wahrscheinlich auch ohne Sinnebären schaffen. Ja, wir haben ja alle Items verloren. Beim Game Over. Mist. Ohne Items. Komplett ohne Items. Ja, gut. Das kann ja was werden. Was soll denn so eine Attacke? Okay, jetzt bin ich Prof, aber ja, herzlichen Glückwunsch. Q2. Das braucht Training. Es braucht. Wir müssen den nächsten Part nochmal trainieren. Wir müssen heftig trainieren. Also das muss. Da muss nochmal andere Aufträge annehmen. Da muss ich hier Spezialtraining machen. So viele Tickets dafür haben wir nicht mehr, aber müssen wir noch ein bisschen trainieren. Unbedingt. Ja. Gut, so sieht's aus. Du hast Items und Geld verloren. Ja. Und wenn mich meine innere Uhr nicht komplett täuscht, müsste die Partlänge auch langsam erreicht sein. Das heißt, wir machen ja durch mal. Auf jeden Fall brauche ich meine Aufnahmepause hier. Das ist. Ja. Und im nächsten Part ein bisschen Training. Morgen. Uns ist ja mehr als bewusst, dass die Magma-Höhle kein Spaziergang wird. Es ist kein Grund, den Mut zu verlieren. Andere Teams versuchen bestimmt auch, den Dungeon zu bezwingen. Lasst uns zum Pokémon-Platz gehen. Vielleicht erhalten wir dort ein paar Infos. Naja. Ich nehme mal noch ein paar Retterteam-Aufgaben an, die uns der Pelipper hier bringt. Tumultwart und so. Ja. Das war Intensivtickets. Das kann ich gebrauchen. Herzlichen Dank, wer auch immer das war. Na dann. Däumchen nach oben, sollte es gefallen haben lassen, Abo damit neu seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann intensiv ins Training geht. Ja, haut rein, habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Bis dann und ciao, ciao.